So, und damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge bei V Rising. Dann geht unsere Blutjagd mal weiter. Ne? So, mal gucken, dass wir uns den nächsten Boss nochmal schnappen, der noch fehlt. So, und dann werden wir mal gucken müssen, dass wir irgendwie nochmal ein paar Geistersteine rankommen. So, ich würde mal sagen, wir werden uns ruhig nochmal hierhin teleportieren. Oder aber wir könnten eigentlich auch von der anderen Seite mal lang gehen, ne? Teleportieren wir uns einfach mal hier hin. Ist zwar jetzt fast Blödsinn gewesen, weil es so dicht dran war. An dem Ort, wo wir sowieso schon sind. So, dann müssen wir nämlich mal gucken. Hier haben wir nämlich noch einen Bauernhof, da waren wir auch noch nicht, ne? Milizlager waren wir schon. Aber bei dem Bauernhof hier waren wir noch nicht. So, dann scout man nämlich gleich den Bauernhof nochmal aus. Wir müssen halt mal die Augen offen halten. Wir haben noch einen aktiven Slot frei für einen Begleiter. Ne? Können uns also irgendeinen Begleiter mal nochmal fangen. Ich hätte halt, wie gesagt, eigentlich ganz gerne so eine Bogenschützin hier mal. Aber Problem an der Sache ist, dass wir aktuell noch nichts Gescheites haben. Alter, ihr macht aber auch. Also eins muss man mal sagen, von allen Quellen macht uns Feuer irgendwie am meisten Schaden, ne? Danach irgendwie der heilige Schaden und dann eigentlich erst der physische Schaden. So ironisch das sein mag. Machen wir mal Radar auf dem Bauernhof hier. Darf ich ja Schriftrollen mitnehmen? Matt, wer schreit hier? Befriedungstaktik. Wir sind von der Steuerfahndung. Wir haben gehört, sie haben dann auch offene Stände, die sie nicht beglichen haben. So. Hier haben wir noch einen Behälter. Naja. Stoff und Dingsbums, ne? Pergament. Edelsteinstaub. Denk mal nicht, dass uns eine Kuh irgendwas großartig bringt. Die lassen wir mal am Leben. Ja, die Frage ist, ob das hier irgendwas ist, was wir brauchen können. Können wir mal gucken? Nee, hier ist aber nichts. Okay. Manche Pflanzen können wir nämlich abbauen, aber das hier sieht mir nicht so aus, als ob das hier irgendwas wäre, was wir abbauen können. Nee, schade. Na gut. Hätte ja sein können. So, dann gucken wir mal hier drüben hin. Hier ist nochmal ein Standort, ne, für alternativ eine Festung. Der, glaube ich, auch gar nicht mal so uninteressant aussieht, wenn wir das mal sehen, weil hier halt nochmal eine Brücke ist, ne? Ach, das war der Ort hier. Ach so, das sind nur normale Pflanzen. Schade. Schade, schade. Bauernhof, Milizlager. Eine Pferderennbahn. Okay. Wollen wir uns gleich mal genauer angucken. Erstmal gucken wir uns mal hier noch den, ne? Den insgesamten Platz an. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus für eine Festung, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter denken würde.
Wäre an und für sich eventuell nochmal ein alternativer erster Festungsplatz zu dem, wo wir gebaut haben, ne? Man hätte jetzt an und für sich anstelle hier auch hier bauen können. Aber hier sind wir halt direkt neben der Eisenmine, ne? Das war halt so von Anfang an so ein bisschen der Hintergedanke, warum ich halt den Standort hier gewählt hatte. Wir haben halt überall Baumwollfarmen schon mal in der Nähe, können hier relativ gute und starke Begleiter holen und wir haben halt hier die heimgesuchte Eisenmine, wo wir halt ganz gut Eisen herkriegen. So, und dann gucken wir uns hier den Standort nochmal an. Nur damit wir mal gesehen haben und sehen, was wir verpasst haben. Wenn wir denn eventuell hier gebaut hätten. Naja. Ich glaube, das sind wir mit unserem Standort besser gefahren. Wenn ich das jetzt hier so im Endeffekt sehe, ein einziges Eisenvorkommen, ist jetzt auch nicht so atemberaubend. Da sind wir mit unserem, glaube ich, besser dabei. So, dann gucken wir mal zur Pferderennbahn hier, ne? Drehen wir mal eine Runde hier um die Pferderennbahn. Gucken, ob wir vielleicht irgendwas hier in den Kisten oder in den Fässern hier nochmal finden, was vielleicht ein bisschen von Wert hat für uns. Ich denke mal, ansonsten dürfte hier nichts groß sein. Frage ich mich halt auch für, was das da ist, ne? Weiß man jetzt nicht, ob das irgendein Event ist für PvP oder so. Sieht für mich jetzt nicht irgendwie sinnvoll aus, der ganze Bereich hier. Bis auf, dass hier eine riesige Wasserfläche ist. Scheint hier ansonsten irgendwie gar nichts zu sein. Ein paar Wollfäden. Bisschen Fischöl. Aber es ist auch so, dass in dem Wasser hier nicht mal Fisch vorkommen irgendwie, ne? Hier ist gar nichts. So ein bisschen. Bisschen sehr mad. Einzige, was halt hier nochmal wäre, hier könnte man nochmal ein Pferd aufgabeln. Ja, so witzig, dass man diese Pfosten hier nicht kaputt kriegt. Ja, es sind halt jede Menge Pferde drin, und, aber das ist halt alles. Bis auf die Pferde ist hier leider gar nichts. Baumwolle. Damit können wir arbeiten. Baumwolle nehmen wir natürlich gerne mit. Wenn wir ein Pferd bräuchten, hier würden wir auf jeden Fall nochmal welche kriegen zur Not. Aber ansonsten. Ansonsten eher Fehlanzeige. Lassen wir unserer Wut mal freien Lauf und zerlegen mal alles. Wer auch immer den da vergessen hat. Atemberaubend viel wird, scheint das hier nicht zu bringen. Nochmal Glas. Und das war's schon, ne? Oben sitzt das Königspaar wahrscheinlich. Das ist ein bisschen das, was ich meine. Gut, man darf nicht vergessen, dass es Early Access, ne? Aber es sind halt viele Sachen, die noch leer sind, ne? Das Kolosseum, wo überhaupt nichts war, irgendwie. Jetzt hier die Pferderennbahn, wo noch gar nichts ist. Finde ich persönlich ein bisschen schade irgendwie. Ich meine, man hat die Markierung hier schon als Point of Interest, aber dann ist hier noch nichts, ne? Das nervt dann halt noch mal ein bisschen extra irgendwie. Oh. Ich meine, wenn man hier schon mal hinläuft, dann will man auch irgendwas noch hier haben. Dann will er hier nicht irgendwie umsonst hier hinrennen. Das war's aber. Enttäuschend. Irgendwie enttäuschend. So, dann können wir uns mal weiter nördlich umgucken.
So, in der großen Kathedrale waren wir noch nicht, ne? Kloster Dunley. Da waren wir auch noch nicht drin. Würde ich fast sagen, das ist mal unsere nächste, unser nächster Halt. Gucken wir mal im Kloster vorbei. Nebenbei nehmen wir mal hier schnell noch ein bisschen Quarz mit. Können wir das hier gerade sehen? Ich bin echt gespannt, wie lange die Ladung an Eisenerz reicht, bis die mal komplett verarbeitet ist. Ich sehe das noch nicht, dass das so schnell fertig wird. Ich meine, gut, wir hatten auch, glaube ich, fast 7000 Eisenerze oder so, ne? Das war halt eine übelste Menge. Oh, da ist nochmal Quarz. Habe ich doch aus dem Augenwinkel richtig gesehen. Das nehmen wir nochmal mit. Können wir rein theoretisch auch gleich hier oben langlaufen. Was haben die für eine Stufe? Nicht so unbedingt, dass ich sagen würde, die muss ich unbedingt angreifen. So, jetzt wird es aber bald interessant, wo die Dame ist, die wir die ganze Zeit jagen. Scheint aber schon ein bisschen in die Richtung schon zu kommen, wo wir hin müssen. Kommen der Sache näher. So, dann wollen wir mal. Machen wir mal einen Sturm aufs Kloster. Auch schon wieder so ein ekelhaftes Zeug hier, ne? Einundfünfzig oder sogar. Habe ich das? Ja, die sind ja frisch. Ruhe hier im Karton. Ist halt ekelhaft, dass man diese Markierung nicht wegkriegt irgendwie, ne? Wäre halt deutlich einfacher, wenn man die Dinger einfach liquidieren könnte. So, dann gucken wir doch mal, was sich hier noch so verbirgt. Ich nehme nochmal stark an, hier werden wir noch mehr starke Gegner treffen. Und hier dürfte auch wieder ein Boss sein, nehme ich mal stark an. Oh, sind wieder Nonnen unterwegs. Hier sind wieder Nonnen unterwegs. Oh, guck mal gleich mal in den Behälter rein hier. Oh, Geistesteine. Oh, das hat sich dann mal gelohnt. Das hat sich doch dann mal gelohnt. Nochmal Geistesteine. Dann war das doch wertvoller, als ich dachte, hierher zu kommen. Wie gesagt, die Geistesteine sind schon mal nicht zu verachten. So. Hey, bleibst du hier? Glaube ich das? Die sind mal abhauen wollen hier. Feige Bande. So. Mal gucken, ob hier noch irgendwo... Das so gedacht. Das haben sie sich so gedacht hier. Au, müssen wir uns schon wieder hochheilen hier, ne? Dieser ekelhafte Heiligschaden hier fordert sein Tribut langsam, aber sicher. Ja. Wollen wir noch mal ein bisschen was mitnehmen?
schaffen. Langsam aus der Stadt zieht es ganz schön runter, ne? Müssen jetzt bei Gelegenheit mal gucken. Glaube ich das? Ruhe im Schloss. Gucken wir gleich, dass wir uns noch ein bisschen hochhalten. Ja, also wirklich viel bringt es leider nicht, ne? So wirklich dolle viel bringt es leider nicht. Gleich wieder hochheilen. Müsste mal Möglichkeit vielleicht sogar auf Cooldown halten. Bald mal wieder können, gleich wieder hochheilen. Wir schaffen es dann irgendwo zumindest irgendwie so ein bisschen die Waage zu halten. Das ist ein bisschen meine Hoffnung. So, da ist ein Boss. Muss man alles einsetzen, was wir jetzt gerade haben hier. Ach, den haben wir. Den haben wir. Gucken wir mal, wer das war. So, dann haben wir schon mal wieder einen mehr. Raziel der Hirte war das. Okay. Raziel der Hirte. Unsere Waffe ist langsam gedamaged, ne? Lauf, kleines Mädchen, lauf! Haben wir richtig mal erstmal unsere Wut hier an auslassen an allem. Ja, ich ein bisschen hochheilen. Ja. Wir sollen unsere Wut spüren dafür, dass wir hier an ekelhaften, unheiligen Ort sind. Oder heiligen Ort besonders. So, gleich wieder hochheilen. Ja. Gleich wieder alles mitnehmen. Ja. Die werden büßen für ihren Verrat. So, müssen wir aber beim nächsten Mal direkt unsere Ausrüstung mal reparieren. So, und jetzt raus hier. Nix wie weg hier. So, können wir hier oben nochmal lang gucken. Genau, renn man schön in deine eigene
Deine eigene Flamme wieder. So gefällt mir das. Das können Sie gerne öfter machen. So. Riesiger Friedhof hier irgendwie, ne? Na, gleich wieder Geistersteine. Praktisch. Also das ist echt geil, dass wir hier Geistersteine kriegen. So, hier können wir gleich wieder Quarz einsacken. Lohnt sich, hätte ich nicht gedacht. Dass wir hier so viel einsacken können. Alter. Jetzt mal jede Menge Quarz. So, nehmen wir bei Heimbolz mal gleich wieder ein bisschen. Naja, solange wir das auf Cooldown halten, können wir uns zum Glück wieder relativ gut hochheilen. Ja, schon sind wir wieder hochgeheilt, komplett. Oh. Alter, hier ist aber auch viel Quarz. Das ist ordentlich. Habe ich jetzt so nicht mit dir gerechnet, dass das hier so viel ist. Ja, sacken wir uns mal gleich wieder alle Taschen voll hier. Wir müssen halt unbedingt gucken, dass wir uns mal so einen Anti-Heilig-Trank mal irgendwie organisieren. Gucken, ob wir da die Rohstoffe schon haben, um das in der Alchemiebank mal herzustellen. Das geht ja mal gar nicht hier. Ja, waren wir überall, ne? Sind wir wieder beim Anfang. Ja, gucken wir mal, dass wir hier unten runterspringen. Und dass das Quarz vollkommen hier unten auch gleich noch holen. Wenn wir hier einmal sind. So. Aber interessant, das war noch nicht der Boss, den wir brauchten hier, ne? Das war noch nicht der, den wir brauchten. Gleich mal gucken, was wir hier wieder an Kräften bekommen haben. Oh, was ist das für ein schönes? Purpurroter Strahl. Kanalisiere einen Energiestrahl, der getroffenen Feinden 150% magischen Schaden zufügt und Verbündete für 100% deiner Zauberkraft pro Sekunde für bis zu 4 Sekunden heilt. Jedes getroffene Ziel heilt dich selbst für 25% deiner Zauberkraft. Hm. Ah. Ich glaube, das ist der aber besser hier, ne? Ist halt immer ärgerlich. Es sind so viele Fähigkeiten, die irgendwie so ein bisschen. Eigentlich so ein bisschen überflüssig sind. So, jetzt müssen wir mal gucken. Mich interessiert halt, was hier irgendwie ist hier, ne? Da müssen wir mal noch gucken. Steinpass. Sägewerk. Kommen noch einige Gebiete hier, ne? Machen wir mal hier erstmal hier außen rum. Jetzt kommt man hier nicht lang, ernsthaft. Und das frage ich mich halt, was das große Ding hier in der Mitte sein soll. Ah. Man sieht aber auch nicht, dass hier irgendwo ein Eingang ist. Das wundert mich halt. Haben wir hier unten schon? Bauernhof, ja. Mal gucken, ob hier irgendwie ein Eingang kommt. Sieht ja ein bisschen so aus, als ob hier irgendwie... Oh, hier können wir auf jeden Fall nochmal... Die Zeit nochmal Hand anlegen an den Quarz, wo wir kommen hier. Das nehmen wir ruhig direkt nochmal mit. Oh. Ein Drittel noch, ne? Oh. Oh, sie schon wieder ernsthaft? Sie schon wieder. Aber man sieht, denke ich, ganz gut. Mittlerweile macht sie kaum noch Schaden, ne?
Mittlerweile sind wir der Enemy oder der Nemesis für sie. Mittlerweile sind wir die große Gefahr. Haben wir zwar schon gehabt, die Dame, schon zweimal, oh. Nehmen wir mal nochmal mit. Ja. Goldschmuck. Ja, jetzt haben wir wieder haufenweise unnützes Zeug dabei, ne? Bisschen Holz. Ja, die Fische brauchen wir nicht. Und die Steine brauchen wir nicht. Ja. Nehmen wir lieber das wertvolle Kram mit. So, hier ist wieder eine Fledermaushöhle, wie es aussieht, ne? Ich bin halt echt noch mega gespannt, wann wir mal hinter das Geheimnis mit den Fledermaushöhlen kommen. Wofür die da sind. Oh, jetzt sind wir schon einmal zu weit runtergelaufen, ne? Müssen wir wieder nach oben. Da bin ich mal gespannt. So, haben wir hier einen Eingang. Das würde mich dann doch jetzt mal interessieren. Haben wir Knochen dabei? Ja, haben wir schon. Na gut, dann können wir die anderen auch mitnehmen. Dann ist es Unfug, das liegen zu lassen. Hier scheint es tatsächlich reinzugehen. Das ist ja interessant. So, ich würde aber mal sagen, meine Freunde, wir machen hier an der Stelle ruhig mal einen Folgencut und gucken uns das hier in der nächsten Runde an, inklusive dem eigentlichen Boss, dem wir noch auf der Spur sind, nach unseren Juwelenrezepten. Gerne wieder fleißig kommentieren und bewerten und dann geht's schon sehr bald weiter hier in der nächsten Folge bei V-Rising im Early Access. Bis dahin, bleibt mir schön gesund und ciao, ciao.